Hallo und willkommen, moin moin, bei Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit, zu einer weiteren Folge aus der Lesung des Buches Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Ein Buch, das veröffentlicht wurde 1975, wo viele Deutsche in der Zwischenzeit mehr als 40 Jahre, also die Zeit hatten, das Buch zu lesen und sich damit bekannt zu machen, dass das Dritte Reich nicht das ist, was uns in der Schule und sonst wo überall in der Geschichte gelehrt wird. In allen möglichen Bibliotheken, die normalen Geschichtsbücher, die man sich rausholt, wenn man im Fernsehen History Channel, also Geschichtskanal, guckt oder solche ganzen Sachen, überall werden nur Lügen erzählt. Edmond Paris erzählt die Wahrheit. Er erzählt die Wahrheit über die Geschichte der Jesuiten. Er erzählt die Wahrheit über, wie die Jesuiten sich in Europa und weltweit etabliert hatten, was wir alles bereits gesehen hatten. Und inzwischen sind wir im Zweiten Weltkrieg angekommen und müssen wir feststellen, dass die Dinge, die wir über das Dritte Reich, das sogenannte Dritte Reich, gelehrt bekommen, nicht so stattgefunden haben, sondern dass es ganz andere Drahtzieher und Hintermänner gibt. Nun, im Grunde ist das kein großes Geheimnis. Im Grunde hätten wir das auch schon längst wissen können. Wir hätten halt nur unsere Bibel lesen müssen. Also, herzlich willkommen zur nächsten Lesung. Heute am Sonntagabend, 6. August 2017. Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Und zwar im Abschnitt 5, immer noch der Teufelskreis heißend, das Kapitel 4 auch, ist untertitelt Die Jesuitenbewegung in Frankreich vor und während des Zweiten Weltkrieges. Ich fange also an, hier auf Seite 121 diese Lesung zu machen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Wir haben gesehen, sagt der Autor, wie die katholische Aktion mit Léon de Grelle und seinen Komplizen an der Spitze im Christus Rex Belgien den Weg für Hitler vorbereitet hatte. Dasselbe unterminierende Vorgehen schritt in Frankreich voran. Es begann mit Mussolinis Machtantritt und endete 1940 mit dem Zusammenbruch der Landesverteidigung. In Belgien sollten, wie wir erfahren dürfen, zum Wohle des Landes die spirituellen Werte wiederhergestellt werden. Man rief die FNC, die Katholisch-Nationale Vereinigung oder Fédération Nationale Catholique ins Leben und gab sie unter den Vorsitz General de Castelnau. Bis zu 3 Millionen Anhänger traten ihr bei. Ihr Chef war clever gewählt. Der General, eine große militärische Persönlichkeit und damals bereits 78 Jahre alt, überspielte mit seinem ihm aber freilich angeblich unbewussten persönlichen Prestige ein intensives klerikofaschistisches Propagandaprogramm. Na, ich habe mir den General bis jetzt noch nicht angeschaut, da wollen wir doch mal gucken, ob wir da nicht in Google vielleicht ein Bild von ihm finden. Wollen mal schauen. Das ist ja soweit vorbereitet. Mal sehen, wie schnell der Computer funktioniert während dieser Kamera hier. Ja. Das sieht ja schon mal ganz ordentlich aus. Da sieht man ein paar von diesen Orden und die sind ja immer sehr interessant. Henri Pierre Castelnau. Da sieht man ja auch verschiedene Orden hier und das sind ja alles diese verschiedenen päpstlichen Orden. Riesengroß hier das Malteserkreuz, kann man ja gar nicht übersehen. Schauen wir uns den General doch in der Zwischenzeit hier als Foto mal an. Dass die FNC, also Fédération Nationale Catholique, die Katholisch-Nationale Vereinigung, wie ja die katholische Aktion überhaupt durch und durch jesuitisch war, bleibt niemandem verborgen. Wir wissen aber auch, dass die guten Patres, also die Jesuiten, deren hartnäckige Sünde der Stolz ist, derselbe Stolz, der den Fall Luzifers aus dem Himmel verursachte, es mögen, den Werken ihres Genies ihre Signatur zu geben. Ja, so stolz sind die Jesuiten, dass sie immer ihre Spuren hinterlassen. Und an diesen Spuren kann man ihre Früchte erkennen und an den Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt die Bibel. Das taten sie bei der FNC, als sie diese katholische Armee dem Heiligen Herzen Jesu, einer von ihrer Kompanie begründeten Anbetung, weihten, deren Basilika auf dem Montmartre steht, von dem aus sich Ignatius von Loyola und seine Gefährten zur Eroberung der Welt aufmachten.
Das heilige Herz Jesu, darüber hatte ich bereits gesprochen in einer anderen Buchlesung. Jetzt komme ich nur im Augenblick nicht mehr drauf, wer das war. Aber wenn ich mich nicht ganz, ganz schwer täusche, dann muss das Pio Nono gewesen sein. Also Papst Pius der Neunte. Habe ich irgendwo schon mal gelesen. Ich glaube, das kam in Herrscher des Bösen, kam das vor. Ein die FNC betreffendes Buch, dessen Vorwort von Hochwürden P. Janvier geschrieben wurde, bewahrte die vom alten General am Altar gelesene Weiherhandlung der Nachwelt. Hier einige Passagen daraus. Zitat: Heiligstes Herz Jesu, die sich jetzt vor dir zu Boden werfenden Führer und Vertreter französischer Katholiken haben sich unlängst zusammengefunden und die katholisch-nationale Vereinigung organisiert, um deine Herrschaft über dieses Land wieder aufzurichten. Wir alle, die Anwesenden wie die Abwesenden, waren bislang nicht allzeit makellos. Wir tragen die Last der Verbrechen, die die französische Nation an dir begangen hat. Es geschieht deshalb im Hinblicke auf die Wiedergutmachung und Sühne, dass wir heute mit unserem Wunsche, Vorhaben und einstimmigen Beschlüsse vor dich treten, dass deine heilige und königliche Macht über ganz Frankreich wiederhergestellt und seine Kinder von einer gotteslästerlichen Lehre befreit werden mögen. Wir werden vor diesem Kampfe, dessen Willen du dich herabgelassen hast, uns zu bewaffnen, nicht mehr zurückschrecken. Wir wollen, dass alles vor deinem Gottesdienste gebeugt und ihm treu ergeben werde. Heiligstes Herz Jesu, wir flehen dich durch die Jungfrau Maria an, die Huldigung anzunehmen. Ende Zitat, etc., etc., etc. Oder bla, bla, bla. Heiligstes Herz Jesu, wir flehen dich durch die Jungfrau Maria an. Also erstens wird hier noch nicht mal Jesus selber angebetet, sondern oder angefleht, sondern sein Herz als heiliges Herz. Und durch die Jungfrau Maria. Wer es immer noch nicht begriffen hat, der möge mir bitte in diesem Augenblick, der möge das Video auf Pause stellen und der möge mir einen Bericht schreiben im der Kommentarsektion dieses Videos und möchte mir den Vers oder besser gesagt das Buch, das Kapitel und den Vers nennen, in dem in der Bibel geschrieben steht, dass ich durch die Jungfrau Maria Jesus Christus erreichen kann. Das möchte ich sehen. Und wenn man das nicht kann, dann sollte man vielleicht in dem Moment zu dem Schluss kommen, dass an der römisch-katholischen Religion, dass in der römisch-katholischen Kirche irgendwas nicht koscher ist. Wenn hier ein General am Altar eine Weihehandlung der Nachwelt hinterlässt, wo er die Jungfrau Maria dazu anfleht, durch Jesus Christus sein Unternehmen im Grunde zu segnen, um es mal auf den Nenner zu bringen. Ja? Also mir persönlich wird immer ganz anders im Magen, wenn ich solche Sachen hier lese. Der fängt nämlich an, sich bei mir umzudrehen und da kann ich nicht mehr so gut gegen. Das kann ich nicht so gut ab. Und die Verbrechen der französischen Nation, der katholische Autor zählt sie auf. Worte mit fatalen Folgen und allgemeine Richtlinien. Sozialismus wird verdammt. Liberalismus wird verdammt. Wie von Antichrist Papst Leo dem 13. dargelegt, sei die Glaubensfreiheit nicht zu rechtfertigen. Ja, Glaubensfreiheit ist einer der Punkte, der Papst Pius der Neunte, Pio Nono, in seinem Syllabus der Fehler von 1864 angekarrt hat. Der Rede- und Meinungsfreiheit könne nicht, Entschuldigung, der Rede- und Meinungsfreiheit könne nicht berechtigterweise entsprochen werden. So ebenfalls die päpstliche Klarstellung. Gedanken, Presse, Lehr- und Glaubensfreiheit, von so manchem als natürliche Rechte des Menschen angesehen, könne man unmöglich also gewähren. Meine lieben Brüder und Schwestern, habt ihr das gut gelesen?
Gedanken, Presse, Lehr- und Glaubensfreiheit könne man unmöglich gewähren. Wer kann das unmöglich gewähren? Die Jesuiten. Die militärische Abteilung der Kirche Jesu. Der Kirche Jesu, sag ich schon. Die militärische Abteilung der römisch-katholischen Kirche. Die kann keine Gedanken, Presse, Lehr- und Glaubensfreiheit gewähren. Und da gehen wir doch wohl heute, 2017, immer mehr drauf zu. Das, was uns hier früher gewährt wurde, Gedanken, Presse, Lehr- und Glaubensfreiheit, immer mehr genommen wird. Ja? Wo gibt es denn noch Pressefreiheit? Wo kann es denn Pressefreiheit geben, wenn durch Inter Mirifica der Papst sagt oder die römisch-katholische Kirche sagt, es ist ihr Geburtsrecht, um alle Medien zu besitzen. Ja, Miri, ja, Jungs, Fika, so. Entschuldigung, das hätte hier schon längst kommen müssen. In Inter Mirifica, einem Enzyklikal der römisch-katholischen Kirche aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, steht ganz deutlich drin, das ist hier leider nur in Englisch, dass ich das habe, sicher, ja, aber man kann das sich auch in Deutsch raussuchen, das steht auf jeder vatikanischen Webseite, da kann sich jeder das raussuchen. Inter Mirifica, da wird behauptet, dass die römisch-katholische Kirche, dass es ihr Geburtsrecht ist, um alle Medien zu besitzen. Okay, wenn es also das Geburtsrecht ist, der römisch-katholischen Kirche, alle Medien zu besitzen, wie kann dann Pressefreiheit sein? Wenn die römisch-katholische Kirche sagt, es ist unser Geburtsrecht, alle Zeitungen, Zeitschriften, Filme, Fernsehkanäle, Internet und alle anderen Dinge zu besitzen. Alle Medien darin zu besitzen. Und zwar sowohl die Mainstream-Medien als auch die alternativen Medien. Weil die alternativen Medien sagen alle ja nicht die Wahrheit. Außer so ein paar wenige kleine, wie zum Beispiel Stunde der Wahrheit. Aber ich bin ja kein Media. Ja? Ich bin ja keine Zeitung oder irgendwas. Ich bin nur ein ganz kleiner YouTube-Kanal. Ich bin nicht kontrolliert. Aber so wie mich gibt es sehr, sehr wenige. Und die meisten anderen sind entweder kontrolliert oder sie glauben der Lüge. Also Gedanken, Presse, Lehr- und Glaubensfreiheit könne man unmöglich gewähren. Das können die Jesuiten unmöglich gewähren, wird hier behauptet. Wir haben, so Pius der XI., besagte Lehren und Ordnungen der Kirche wieder einzuführen. Solcher Art ist das FNC-Hauptziel, durch die Dezentralisierung der Diözese-Ankommission, was für ein schwieriges Wort, also lass uns den Satz nochmal eben anfangen hier, das war eine Diözese-Ankommission ist eine Bischofsprovinzkommission, da könnte man ja auch so schreiben, Hauptsache sie haben schwierige Wörter, ne? Wir haben, so Pius der XI., besagte Lehren und Ordnungen der Kirche wieder einzuführen. Solcher Art ist das FNC-Hauptziel, unter der durch die Dezentralisierung der Diözese-Ankommission sichergestellten Aufsicht der Hierarchie. Aktuell wie im Kriege ist in der katholischen Aktion nach wie vor General Castelnau's berühmtes Wort vorwärts. Das freilich ist klar und deutlich. Und so wissen wir auch, was uns erwartet. Wenn wir bei Pius dem XI., Antichrist Pius dem XI., lesen, Zitat, die katholische Aktion ist das Apostolat des Gläubigen, Ende Zitat, in einem Schreiben an Kardinal von Rouy vom 15. August 1929. Seltsames Apostolat, das in der Ablehnung sämtlicher von zivilisierten Ländern geschätzter Freiheiten besteht und stattdessen als Schirmherr der totalitären Prinzipien auftritt. Ja, wie kann das denn? Weil heute, 2017, immer noch
der Vatikan die einzige totale Monarchie in Europa ist. Ich spreche nicht von der Monarchie, es ist nicht die einzige Monarchie, aber es ist die einzige totale Monarchie. Wie die Leute oftmals sagen, dass in Saudi-Arabien die einzige in der Welt noch totale Monarchie gilt. Nein, 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 dann vergessen Sie mal den Vatikan damit aufzuzählen. Und was heißt das? Dass der König des Vatikan der absolute Herrscher ist. Und zwar nicht nur über sein Gebiet, sondern, und das haben wir ja in der Vergangenheit deutlich genug gesehen, durch die ganzen Kontrollen, die ausgeübt werden über die nationalen Regierungen, sondern dass eben auch der Vatikan die anderen Regierungen kontrolliert und damit eben sich König der Könige nennt. Ein Titel, der Jesus Christus zugehört und nicht dem Antichristen. Ein seltsames Apostolat, das in der Ablehnung sämtlicher von zivilisierten Ländern geschätzter Freiheiten besteht. Ja, jeder liebt doch seine Freiheiten, jeder liebt doch seine sogenannte Demokratie. Auch wenn man langsam mal aufwacht zu dem Fakt, dass es im Grunde keine Demokratie ist, dass man im Grunde gar nicht so frei ist, wie einem immer erzählt wird. Aber doch sind wir noch ganz schön frei im Vergleich zu dem, was wir haben werden, wenn das Papsttum erst einmal seine Macht 100% entfaltet überall. Und stattdessen, wie der Autor fortfährt, als Schirmherr der totalitären Prinzipien auftritt. Totalitär. Ja, das war das Regime von Adolf Hitler damals auch. Entweder warst du für ihn oder du warst gegen ihn. Wenn du für ihn warst, musstest du seine Uniform anziehen und für ihn marschieren. Und wenn du gegen ihn warst, dann musstest du in seine Konzentrationslager marschieren. Ist dies das Recht, anderen Geistern die Schätze der Erlösung zu vermitteln? Von Pius XI. Aus Non abbiamo bisogno. Ein Enzyklikel, wir haben nicht nötig. Diese Schätze der Erlösung, revidiert und aktualisiert von Jesuitenpater Stempfle, das ist derjenige, der Mein Kampf geschrieben hat, wie wir ja bereits früher gelesen hatten. Dem diskreten Verfasser von Mein Kampf, der übrigens ein Jahr später ins KZ gebracht wurde und dort umgebracht wurde, in Belgien um sich herum zu verbreiten, übernahmen Leon de Grelle und seine Freunde Helden der katholischen Aktion. De Grelle. Ach, ich nehme immer das Falsche hier. Unglaublich. De Grelle. Nehmen wir uns nochmal eben das Bild des belgischen Faschisten hier vor. Leon de Grelle und seine Rexit-Bewegung. Ja, hier haben wir ihn nochmal schön groß im Bild. Diese Schätze der Erlösung, revidiert und aktualisiert von Jesuitenpater Stempfle, dem diskreten Verfasser von Mein Kampf in Belgien, um sich herum zu verbreiten, übernahmen Leon de Grelle und seine Freunde, Helden der katholischen Aktion. Gleiches geschah in Frankreich, wo bei der Tätigkeit des hierarchischen Apostolats, Antichrist Papst Pius XI. In Dixit, mitmachende Laienapostel eifrig dabei waren, eine weitere Kollaboration zu begründen. Lesen wir, was der päpstliche Geheimkämmerer und Hitlers rechte Hand, Franz von Papen, Malteserritter unter anderem auch, zu diesem Thema schrieb. Zitat: 1927 nahm ich zum ersten Mal an einer Tagung der Semaine Sociale, also Sozialen Woche im Institut Catholique in Paris, teil. Ein Gegenbesuch unserer französischen Freunde in Berlin zeigte, wie weitgespannt das Interesse für unsere Ausgleichsbemühungen auf beiden Seiten war. Mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten François Marsal waren die ehrwürdigen Patres Delattre, de la Brière und Dansette, alles drei Jesuiten. Ja, wir hatten ja jetzt gerade gelesen von Papen. Dann nehmen wir uns auch mal eben ein Bild von dem Herrn von Papen dabei. Ist ja auch immer schön, wenn man sich die richtigen Bilder anguckt, wenn man das liest. Von Papen ist derjenige, der hier zweiter von links sitzt bei der Unterzeichnung des Konkordats vom 20. Juli 1933, wo das Deutsche Reich an den Vatikan verkauft wurde. Das Zitat gerade eben können wir lesen aus dem Buch Memoirs von Franz von Papen oder in Deutsch Der Wahrheit eine Gasse. Eine Gasse, ja, mehr gibt er hier nicht.
Dieser Katholikentag erreichte übermenschliche Dimensionen der Bedeutung, so der gute Apostel an späterer Stelle weiter. Diese zu Zeiten auf der Konferenz erreichte Bedeutung erklomm am 14. Juni 1940, dem Tage, an dem die hakenkreuzgeschmückte Flagge siegreich über Paris wehte, ihren Höhepunkt. Wir wissen, dass Goebbels, Chef der Hitler-Propaganda, 3 Monate zuvor, am 14. März 1940, auf jenes Datum hinwies und die deutsche Offensive erst am 10. Mai gestartet wurde. So erstaunlich, wie sie vielleicht erscheint, ist die Genauigkeit dieser Voraussage nicht. Zitat: Im Folgenden der geheime Bericht von Agent 654J56, tätig für den deutschen Geheimdienst, der diese Enthüllung in Himmler zusandte. Zitat: Paris, 5. Juli 1939. Ich kann verkünden, dass die Lage in Frankreich nunmehr in unserer Hand ist. Alles ist bereit für den Stichtag und alle unsere Agenten sind auf Posten. Binnen weniger Wochen werden Polizei und Militärwesen zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Ende Zitat. Nicht wenige geheime Dokumente belegen, dass man die Verräter schon vor geraumer Zeit ausgewählt hatte. Männer wie Lucher, also Jean Lucher, ein Journalist, Bucard, Marcel Bucard, ein Politiker, Dea, Marcel Dea, ein Faschist, Doriot, Jacques Doriot und Abel Bonnard, ein Schriftsteller von der Französischen Akademie. Letzterer floh bei der Befreiung nach Spanien. Am 1. Juli 1958 kam er nach Frankreich zurück, stellte sich, wurde aber unverzüglich vom Präsidenten des Obersten Gerichtshofs vorübergehend freigelassen. Ja, wenn sie schon zurückkommen, dann lässt man sie auch gleich wieder frei. Details über die diesen Verrätern von der deutschen Staatsregierung bereitgestellten Zahlungen gibt das außerordentlich gut dokumentierte Buch André Guerbas. Mit ihrer sehr effektiven Arbeit hatten jene dieses Geld auch voll und ganz verdient. Die nunmehrige Atmosphäre hatte man übrigens seit langem vorbereitet. In dieser Zeit war, um das Land nach den Vorstellungen der katholischen Aktion zu erneuern, eine ganze Brut geschlüpft. Männer vom Schlage Leon de Grelz wie Dea, Bucard, Doriot oder André Guerber zufolge Agent Nummer 56 BK des deutschen Geheimdienstes war. Aus dieser ganzen bunten Truppe war er es auch, der beim Erzbistum und dessen Sympathisanten und selbstverständlich bei Hitler, der ihm späterhin ermächtigte, die meiste Gunst genoss. Doriot war der aufstrebende Stern. Habe ich den ganzen Namen hier nicht auch noch irgendwo? Doriot, wollen wir mal gucken, ob wir da ein Bild von kriegen hier, von Jacques Doriot? Wollen wir schauen, ne? Vielleicht können wir das ja hier ein bisschen aktualisieren. Und mal sehen, dass wir in der Zwischenzeit das Bild hier eben bekommen. Jacques Doriot. Naja, ob der jetzt in der Uniform hier dargestellt werden muss, weiß ich nicht. Können wir mal sehen, welche Bilder hier für ihn sein. Ist er das hier? Jacques Doriot. Nee, à Bresle, dans l'Oise. Am 26. September 1898 und gestorben in Mengen in Württemberg in Deutschland am 23. Februar 1945. Ein Politiker. So viel steht hier dazu drin. Ein Politiker. Das ist ja sehr unverfänglich. Doriot war der aufstrebende Stern. Doch für die unmittelbare Zukunft und um nach der vorausgesagten und gewollten Niederlage den Wechsel mit Bedacht anzugehen, bedurfte es eines anderen Mannes, eines hoch angesehenen militärischen Führers, der in der Lage sein würde, das Desaster salonfähig zu machen und als nationalen Wiederaufbau darzustellen. Bereits 1936 schrieb Canonicus Courbet, Zitat, »Der Herr, der Karl den Großen und die Helden der Kreuzzüge hervorbrachte, vermag es immer noch, Erlöser zu erhöhen. Es muss unter uns von ihm versiegelte Männer geben, die, wenn nun seine Zeit gekommen ist, enthüllt werden. Es muss unter uns Männer Gottes geben, die die Arbeiter in den großen nationalen Erneuerungen sind. Welche nötigen Voraussetzungen sie zur Erfüllung dieser Mission mitzubringen haben? Natürlich geistige und charakterliche Qualitäten, auch sind übermenschliche Qualitäten, sprich
Gehorsam Gott und seinem Gesetz gegenüber in gleicher Weise unerlässlich, da diese politische Arbeit noch vor allem anderen eine moralische und religiöse ist. Diese Erlöser sind Männer mit großem Herzen, die allein zur Ehre Gottes arbeiten. Ende Zitat. Wenn man hierbei ganz einfach versteht, dass mit Gott hier der Papst gemeint ist, dann macht der ganze Satz Sinn. Und so muss man ihn lesen. Und ich möchte den Satz dann gerne nochmal lesen, so in dem katholischen Sinn, wie er eigentlich gemeint ist. Der Herr, der den römischen Kaiser Karl den Großen und die Helden der römisch-katholischen Kreuzzüge hervorbrachte, vermag es immer noch, Erlöser zu erhöhen. Es muss unter uns von ihm versiegelte Männer geben, die, wenn nun seine Zeit gekommen ist, enthüllt werden. Es muss unter uns Männer Satans geben, die die Arbeiter in den großen nationalen Erneuerungen sind. Welche nötigen Voraussetzungen sie zur Erfüllung dieser Mission mitzubringen haben? Natürlich geistige und charakterliche Qualitäten, auch sind übermenschliche Qualitäten, sprich Gehorsam zu Satan und seinem Gesetz gegenüber in gleicher Weise unerlässlich, da diese politische Arbeit noch vor allen anderen eine moralische und religiöse ist. Diese Erlöser sind Männer mit großem Herzen, die allein zur Ehre Satans arbeiten. Ende Zitat. So, wie man es lesen sollte. So, wie es gemeint ist. Nicht so, wie wir es lesen, wie es anders halt gedruckt ist. Als der Schüler Loyolas diese politischen und religiösen Gedanken darlegte, wusste er, wer der besagte fromme Erlöser sein würde. Denn der war unter Klerikern wie Faschisten kein Geheimnis. So François Ternant, Zitat, ins Rollen kam eine clevere und nachhaltige Propagandakampagne zugunsten einer Pétain-Diktatur. 1935 veröffentlichte Gustave Hervé ein Pamphlet, das wir vorhaben zu untersuchen. Titel des Traktats ist »Wir brauchen Pétain«. Sein Vorwort ist ein begeistertes Plädoyer für die italienische Erneuerung und die noch erstaunlichere Erneuerung Deutschland, gepaart mit dem Hochlebenlassen der wunderbaren Chefs, von denen diese Erneuerungen ausgingen. Und unser französisches Volk? Es gibt da einen, um den wir uns scharen können. Auch wir haben einen Mann der Vorsehung. Sie wollen ihren Namen, seinen Namen wissen. Er heißt Pétain. Gucken wir mal, ob wir nur mit dem Nachnamen hier den Pétain bekommen. Wollen wir mal schauen. Das sieht mir hier doch ziemlich danach aus, ne? Ein Treffen mit Hitler und Pétain in Montoire. Zwischen beiden steht Hitlers Übersetzer Paul Schmidt. Rechts auf dem Foto der deutsche Minister für auswärtige Sachen, also der Außenminister Joachim irgendwas, da komme ich jetzt nicht drauf. Also, hier haben wir dann ein Bild Hitler und Pétain. Könnt ihr euch angucken. Das Bild ist hier jetzt nicht allzu groß. Mal gucken, ob man das... Ah ne, dann geht das gleich auf die Seite, ne? Okay, das größer kriege ich das jetzt nicht hin. Haben wir hier auch nochmal Pétain. Ja, noch ein kleines bisschen größer. Oder hier. So kann man sich das auch nochmal anschauen. Wir brauchen Pétain, denn die Heimat ist gefährdet, fährt der Autor fort. Und nicht nur sie, sondern auch der Katholizismus. Wenn nicht in jedem Lande ein diktatorisches Regime errichtet wird, dann ist die christliche Zivilisation zum Tode verurteilt. Was man lesen muss, wenn nicht in jedem Lande ein nationalsozialistisches Regime totale Führer, gehörendes Regime errichtet wird, dann ist die katholische Zivilisation zum Tode verurteilt. So muss man den Satz lesen. Merkt auf, in Friedenszeiten kann ein Regierungssystem nur per Staatsstreich hinweggefegt werden, so es willens oder ohne Unterstützung durch Armee und Behörden ist. Eine Operation mit Erfolg gibt es nur durch Krieg und eine Niederlage im Besonderen. Also wurde der Pfad der Rechts,
der Recht kristallisiert. Das wird wohl eher wahrscheinlich hier Reichskristallisierung sein oder was. Das Wort kann man jetzt sonst nicht gut lesen hier. Rekristallisierung. Entschuldigung, Entschuldigung, Lesefehler. Also wurde der Pfad der Rekristallisierung Frankreichs, also Rekatholisierung Frankreichs, bereits 1935 markiert. Das Regierungssystem war hinwegzufegen und der beste Weg, dies zu erreichen, bestand im Erleiden einer militärischen, uns unter das deutsche Joch bringenden Niederlage, die schon von vorher, wie wir gelesen haben, bekannt war. Das wurde 1943 vom päpstlichen Grafen und Chef der Vichy-Regierung Pierre Laval bestätigt. Mal nehmen wir das Bild hier mal, kann man ihn vielleicht besser erkennen, da den Marschall Pétain, 1926 bereits hier. Zitat aus dem Nationalen Rundfunk vom 2. Januar 1943 von Pierre Laval. Ich hoffe, Deutschland wird siegreich sein. Zu vernehmen, dass wer besiegt wird, sich den Sieg des Siegers wünscht, mag seltsam erscheinen. Doch gleicht dieser Krieg nicht den Dagewesenen. Es ist ein wahrer Religionskrieg. Ja, ein Religionskrieg. Ende Zitat. Genau das war es, was die Kirche wollte. Wenn auch unerfreulich für den an früherer Stelle erwähnten vergesslichen Jesuiten Fessard, der nicht mehr wissen will, was im amerikanischen Rundfunk für die 20 Millionen Zuhörer der christlichen Front von seinem loyolaschen Brüder, dem Pater Coughlin, gesagt wurde. Zitat. Der deutsche Krieg ist ein Kampf ums Christentum. Nein! Der deutsche Krieg ist ein Kampf um den Katholizismus. Im besetzten Frankreich aber sagte Kardinal Baudrillard, Rektor des katholischen Instituts in Paris, just im selbigen Zeitraum das Gleiche, und zwar, Zitat, Hitlers Krieg ist eine hehre Maßnahme zur Verteidigung der europäischen Kultur. Ende Zitat. Was ist denn die europäische Kultur? Von der spricht die Merkel doch auch immer so toll. Was ist das denn? Die europäische Kultur ist die Kultur der römisch-katholischen Kirche, ist die Kultur Satans. Auf beiden Seiten des Atlantiks also sangen damals, wie ja überhaupt weltweit, die kirchlichen Organe ihre Hymnen auf den siegreichen Narzissmus. So wie in Frankreich der Erzbischof von Paris, Kardinal Suhard, dem ganzen Episkopat durch allseitige Zusammenarbeit als Beispiel voranschritt, so auch der jesuitische Nuntius Monsignore Valerio Valeri. Nach der Befreiung ersuchte die Regierung den Vatikan, nicht weniger als 30 schwer belastete Bischöfe und Erzbischöfe abzuberufen. Drei Abberufungen stimmte er letztlich zu. Zitat, Frankreich hat vergessen, schrieb Maurice Nadeau in La Croix, das gefährlichste Sprachrohr im Dienste der Kollaboration, reiht sich unter die Publikationen eines befreiten Frankreichs. Den Prälaten, die die französische Jugend dazu gedrängt hatten, für den Sieg Deutschlands zu arbeiten, wurde kein Prozess gemacht. Ein Zitat, das wir lesen aus dem im Verlag Spartacus im Mai 46 erschienenen Buch »Die Kirche hat kollaboriert?« Fragezeichen. Im Artaban, das ist eine französische Zeitung vom 13. Dezember 1957, konnte man Folgendes lesen. Zitat. 1944 wurde Lacroix wegen Feindbegünstigung strafrechtlich verfolgt und vor den Pariser Gerichtshof gebracht. Man übertrug den Fall Richter Raoul, der ihn einstellte. Am 13. März 1946 wurde die Angelegenheit in der Kammer besprochen. Siehe Journal Officiel Débat Parlementaire, also den Amtsblatt Parlamentsdebatten, und man erfuhr, dass der damalige, die französische Presse sorgsam säubernde Justizminister de Menton sich zugunsten von Lacroix ausgesprochen hatte. Und über Lacroix hatten wir ja schon ausführlich gesprochen während der Dreyfus-Affäre. Genau genommen war die Stimme des päpstlichen Denkens, warte mal eben hier ein bisschen das Bild verändern, genau genommen war die Stimme des päpstlichen Denkens, wie sie Pius XII. 1942, als er ihr seinen Segen übermittelte, nannte, die einzige von den zur Unterdrückung sämtlicher während der Besatzung herausgegebenen Zeitungen unternommenen allgemeinen Maßnahmen ausgenommene. Obwohl, wie uns der Achterbahn erinnert, Zitat, Lacroix erhielt Anweisungen vom deutschen Leutnant Sam und in Vichy von Pierre Laval. Ende Zitat.
Klar, doch waren die Gedanken des päpstlichen Denkens und Hitlers Anweisungen in der glücklichen Lage, sich zu decken. Das wird bestätigt, wenn wir dieses schätzenswerten Papiers Kriegsausgaben studieren. Ein Attribut der Jesuiten und kein geringes ist es, die ganze katholische Presse zu überwachen. Hallo, Dankeschön. Hier nimmt der Autor Bezug. Zwar nicht so, wie ich das immer tue in der Mirifica, aber hier sagt er ganz deutlich, die Jesuiten überwachen die ganze katholische Presse. Sie überwachen die ganze Presse, weil die ganze Presse ist katholisch kontrolliert. So, in den verschiedenen, gegebenenfalls den Bedürfnissen der Leser angepassten Blättern bringen sie die verschiedenen Töne dieses päpstlichen Denkens heraus, das in seinen wogenden Sichtweisen nichtsdestotrotz unbeirrt seinen Zielen zustrebt. Und da ist nicht eine, zwischen Anführungsstrichen, christliche Zeitung oder Zeitschrift, die sich nicht der Mitarbeit einiger diskreter Jesuiten erfreut. Christlich, zwischen Anführungsstrichen, weil es eigentlich katholisch heißen müsste. Sind doch diese allen alles seienden Patres die Besten im Chamäleonspielen. Versteht ihr den Satz? Sind doch diese allen alles seienden Patres aus dem Schwur der Jesuiten. Du bist alles für jeden. Du nimmst jede Verkleidung an, die du annehmen musst, um dein Ziel zu erreichen und bist alles für oder jeder für jeden. Allen alles sein. Wie ein Chamäleon. Das kommt so im Schwur der Jesuiten vor. Schaut euch das nochmal an, wenn ihr das nicht mehr wisst. Und deswegen gebraucht der Autor Edmond Paris genau hier diesen Satz. Sind doch diese allen alles seienden Patres der Jesuiten die Besten im Chamäleon spielen. Das wissen wir ja. Und nach der Befreiung durften wir uns aller Orten von Patres überraschen lassen, die zur Resistance gehört hatten, der sie später als andere beitraten und bezeugten, dass die Kirche zu keiner Zeit kollaboriert habe. Vergessen, aufgehoben, verflogen waren die Artikel von Lacroix und anderen katholischen Zeitungen, die bischöflichen Mandate, die Hirtenbriefe, die Bescheide der Versammlungen der Kardinäle und Erzbischöfe, die Appelle Kardinal Baudrillards an die französischen Jugendlichen, Nazi-Uniformen anzuziehen und nach Ablehnung des Treueeids auf Hitler in der französischen freiwilligen Religion zu dienen. Alles das war vorbei und vergessen. Die Geschichte ist ein Roman, sagte ein desillusionierter Denker. Jene unserer Epoche hält dieser Definition die Treue. Der Roman wird soeben vor unseren Augen geschrieben. Unter Beteiligung vieler, zwischen Anführungsstrichen, Historiker, wohlgesinnter Geistlicher und Laien. Und das erhebende Ergebnis ist uns gewiss. Ein katholischer Roman! Was sonst? Beträchtlich ist der Beitrag der Jesuiten, der würdigen Erben, Pater Loriquetz, dessen Histoire de France ein derart absurdes Bild Napoleons zeichnete. Verglichen mit dieser gekonnten Meisterleistung war die von 1940 bis 1944 währende Zusammenarbeit zwischen den Geistlichen und dem deutschen Besatzer zu tarnen und verschwinden zu lassen eine Leichtigkeit. Und es setzt sich weiter fort. Über die Jahre sind unter der Schirmherrschaft des Imprimatur derart viele Artikel in Zeitungen, Zeitschriften und Büchern verfasst worden, um sie zu würdigen. Die fehleingeschätzten Superpatrioten wie Suhard, Baudrillard, Dutoit, Auvity, Dubois de la Villerable, Mayol de Lupé, etc., etc. So viele geschwärzte Seiten zur Würdigung der derart heroischen Haltung des Episkopats in den Kriegsjahren, in denen Frankreich eine die französischen Bischöfe zu Stadtverteidigerinnen machende Situation erlebte, wie ein Ironiker einmal beschrieb. Verleumden und immer wieder verleumden! Denn es muss etwas hinterlassen werden, riet schon Basilius, dieser perfekte Jesuitentypus. Und schönen und immer wieder schönen, sagen seine Amtsnachfolger
und großen Autoren, zwischen Anführungsstrichen historischer Romane. Und diese Schönung findet gerade weitgehend statt. Nur hier muss ich eine kurze Pause machen. Und möchte ich nochmal zurückkommen auf die letzte Lesung, die ihr euch ja sicher noch erinnert in diesem Buch, wo ich euch erzählt habe, dass ich ja das Buch gekauft hatte, Odessa, die wahre Geschichte, wo es um die Fluchthilfe für Nazi-Kriegsverbrecher geht, unter dem Regime von Perón in Argentinien, und wie die ganzen Nazi-Verbrecher aus Deutschland und umliegenden anderen Ländern nach Argentinien gekommen sind, mit Hilfe unter anderem natürlich auch des Vatikan. Warum gehe ich jetzt nochmal auf dieses Buch zurück? Tja, in diesem Buch, was wir jetzt hier gerade lesen, steht hier historische Romane. Ja? Das Buch von Ukigonyi, Odessa, die wahre Geschichte, ist ein recherchierter Fakt. Ja? Er hat Bibliotheken über die ganze Welt besucht und hat Archive eingesehen, Staatsarchive, Regierungsarchive, alles drum und dran, und hat sein Buch wunderbar dokumentiert. Aber der Titel Odessa, die wahre Geschichte, erinnert natürlich an einen Roman von Frederick Forsyth von 1972, Odessa, der auch, glaube ich, verfilmt wurde. Ich meine, wir können ja mal eben schauen, was Wikipedia mit seinen Bildern dazu sagt. Odessa, ob wir da das Bild von Forsyth kriegen. Mal eben sehen, ich nehme mal seinen Namen damit bei. Forsyth, müsste doch richtig geschrieben sein, ne? Ja, hier, Frederick Forsyth, Odessa. Seht ihr? Das ist der Roman. Ja, Junges, gib mir das mal größer hier, bitteschön. Das ist der Roman von Frederick Forsyth. Den Namen habe ich doch richtig geschrieben, wusste ich doch. Der erschien in, wenn ich mich nicht ganz irre, 1972 oder sowas. Oder auch unter dem Namen The Odessa File. Sieht man hier Frederick Forsyth, sieht man das hier noch ein bisschen anders. Aber das war halt ein fiktiver Roman. Und darauf, ja nicht darauf basierend, weil das ist ja fiktiv. Aber deswegen hat Ukigonyi sein Sachbuch Odessa, die wahre Geschichte, Odessa genannt, um den Link zu legen. Und wir haben hier also einmal den Roman, der geschrieben wurde, The Odessa File von Frederick Forsyth, und wir haben dann das echte Buch. Und das ist jetzt der Punkt, den ich eben machen möchte. Es werden dann irgendwelche Autoren rausgesucht, die sich dann dem Antichristen ergeben und für den Antichristen arbeiten und Romane schreiben und damit großen Ruhm erlangen. Und das ist genau das, was der Autor hier meint mit historische Romane. Geschönte Geschichte. Verleumden und immer wieder verleumden. Schönen und immer wieder schönen die Geschichte, sagen seine Amtsnachfolger. Und große Autoren, zwischen Anführungsstrichen, historischer Romane. The Odessa File, was wir hier gerade gesehen haben von Frederick Forsyth, ist nichts anderes als einer dieser historischen Romane. Und die meisten Menschen setzen sich dann hin und lesen diesen Quatsch, anstatt Odessa, die wahre Geschichte von Ukigonyi zu lesen und sich darüber zu informieren, was wirklich damals passiert ist. Das finde ich also schon ziemlich traurig. Wieder mal ein Grund, weshalb ich hier diese Lesung mache. Nun, und diese Schönung findet gerade weitgehend statt, sagt der Autor. Kommende, von einem Strom aus Übertreibungen beflutete Generationen werden, wir hoffen es jedenfalls, diesen Stadtverteidigern einen Gedanken der Dankbarkeit widmen, diesen durch die Arbeit ihrer Apologeten in die freie Offenheit einer reinen Weste gekleideten Helden der römischen Kirche und Heimat, deren einige sogar kanonisiert wurden. Ja, die Leute wurden selig gesprochen. Oder heilig. Heilig gesprochen. Erst kommt Heiligsprechung, dann Seligsprechung sicher, ne? Weiß ich nicht. Kenne mich damit nicht aus mit diesem römisch-katholischen Quatsch. Seelenruhig jedenfalls beschloss am 25. August 1944 Jesuitenkardinal Zühar
Pariser Erzbischof ab dem 11. Mai 1940 und Leiter der kirchlichen Kollaborateure in der Notre-Dame-Kathedrale das Te Deum für den Sieg zu zelebrieren. Nur durch den energischen Protest des Hauptgeistlichen der französischen Streitkräfte des Inneren, der Force Française l'Intérieur, FFI abgekürzt, blieb uns dieses schamlose Possenspiel erspart. In der France Dimanche, also eine bekannte Zeitschrift in Frankreich, vom 26. Dezember 1948 lesen wir, Zitat: Seine Eminenz, Kardinal Suhard, Erzbischof von Paris, erhielt soeben am Jahrestag seiner Priesterweihe einen eigenhändigen Brief seiner Heiligkeit, Antichrist Papst Pius XII., der ihn unter anderem für seine während der Besatzung eingenommene Rolle lobte. Ende Zitat. Natürlich steht hier nicht Antichrist Papst Pius XII., aber das wisst ihr inzwischen, füge ich von mir aus ein. Wir wissen, dass, wie sich der Kardinal in jener Zeit verhielt, nach der Befreiung und bis zum heutigen Tage heftig kritisiert wurde. Als General de Gaulle im August 1944 nach Paris zurückkehrte, kam für ihn, den Kardinal beim Te Deum im Notre Dame beizuwohnen, nicht in Frage. Zeitgleich stand der Prälat unter öffentlicher Anklage wegen Neigungen zur Kollaboration. Weshalb des Heiligen Vaters Lob nur verständlich ist. Doch ist da eine noch weitere, noch erhebendere Te Deumsgeschichte. Nachdem die Alliierten von Bord gegangen waren, litt die Stadt Rennes sehr unter den sich anschließenden Kampfhandlungen und viele aus der Zivilbevölkerung starben, weil es der Offizier der deutschen Garnison ablehnte, sie zu evakuieren. Als die Stadt Rennes eingenommen wurde, wollte man das traditionelle Te Deum abhalten. Doch wies der Erzbischof des bretonischen Rennes, Monsignore Roch, nicht nur jede Zuständigkeit von sich, sondern auch die Feier des besagten Te Deums in seinem Dom. Dem Himmel für die Befreiung seiner Stadt zu danken, war in den Augen des Prälaten eine unerträgliche Schande. Für diese Haltung arrestierten ihn die französischen Behörden im erzbischöflichen Palais. Wer es immer noch nicht gut verstanden hat, dem will ich mal kurz auf die Sprünge helfen. Dem Himmel für die Befreiung seiner Stadt zu danken, das ist ein Te Deum. Ja? Das ist ein besonders an Gott gerichtetes Dankgebet. War in den Augen dieses Prälaten eine unerträgliche Schande. Warum ist es für diesen Prälaten, für den Monseigneur Roch in Rennes, eine unerträgliche Schande, dem Himmel für die Befreiung seiner Stadt zu danken? Weil er ein Nazi-Kollaborateur-Mitarbeiter war. So einfach ist das, weil die ganze Hierarchie der römisch-katholischen Kirche nicht mehr liberal war, die waren alle in KZs, sondern weil die römisch-katholische Hierarchie hinter den Nationalsozialisten stand. Und zwar hinter den Nationalsozialisten in Deutschland und hinter den Nationalsozialisten in Belgien und hinter den Nationalsozialisten in Frankreich und hinter den Nationalsozialisten in Italien und hinter den Nationalsozialisten in Spanien. Die römisch-katholische Hierarchie steht dahinter. Und deswegen war es für den Monsignor Roch eine unerträgliche Schande. Eine derartige Loyalität gegenüber der Denkart des Papstes rief geradezu nach würdiger Belohnung, die bald darauf aus Rom auch eintraf, in Form eines Kardinalshuts. Beschuldigen können wir den späteren Antichristen Papst Pius XII. Für vieles. Doch das eine muss man ihm lassen. Er hat die Seinen allzeit bestätigt. Ein schmeichelhaftes Schreiben an Kardinal Suhard, den ausgemachten Kollaborateur, den Kardinalspurpur für Monsignor Roch, den Helden des deutschen Widerstandes. Dieser große Papst übte hierin eine konsequente Verteilungsgerechtigkeit. Sein Gefolge war freilich von der Beschaffenheit, ihn weise zu beraten. Zwei deutsche Jesuiten, Hochwürden P. oder Robert Leiber, also Pater Robert Leiber,
und der Hochwürdenpater Hentrich, Wilhelm Hentrich, seine zwei Privatsekretäre und Lieblinge. Das können wir lesen in Lacroix vom 10. Oktober 1958. Sein Beichtvater von Pius dem 12., ja, von Pius dem 12., der Beichtvater, war Kardinal Beer. Beer, woher kennen wir den? Wir wollen mal sehen, hier müsste ich normalerweise ein Bild von haben. Hier zum Beispiel ist er mal alleine im Bild. Das ist, glaube ich, aus Alle Wege führen nach Rom. Habt ihr da schon mal gesehen? Kardinal Beer sehen wir auch hier zusammen mit Papst, also Antichrist Johannes dem 23. Hier der Papst, hier Kardinal Beer neben dem Papst, ja, der Beichtvater von Papst Pius dem 12. Mehr Bilder von Beer habe ich anscheinend nicht. Nee. Wo kennen wir den Beer sonst noch her? Aus der Lesung des Buches von Alberto Rivera, Die Heiligen Väter. Ihr erinnert euch noch, es war dieser deutsche Kardinal Beer, der Beichtvater von Papst Pius dem 12., der Alberto Rivera in die geheimen Vatikan-Archive gelassen hat, dass er sich ausbilden konnte zur Infiltration protestantischer Kirchen in Amerika, also auf dem amerikanischen Kontinent und anderswo. Das war Kardinal Beer. Sein Beichtvater, also der von Antichrist, Papst Pius dem 12. Beichtvater, war der deutsche Jesuit Augustinus Beer. Schwester Pasqualina, eine deutsche Nonne, regelte seinen Haushalt und vor allem bekochte sie ihn. Selbst der auf den süßen Namen Dompfaff hörende Kanarienvogel war von jenseits des Rheins importiert worden. Aber hatte nicht der Oberhirte nach Hitlers Überfall auf Polen Ribbentrop wissen lassen, dass er für Deutschland immer eine besondere Zuneigung haben würde? Und in der Fußnote lesen wir hier: In der Dokumentation Katholik vom 15. März 1959 lesen wir, was die hoch zu würdigende deutsche Nation betrifft, so werden wir den von unserem Vorgänger Antichrist Papst Pius dem 12. gegebenen Beispiele folgen. Gezeichnet Antichrist Papst Johannes der 23. Der Geist der Kontinuität ist eines der Attribute des Vatikans. Hier möchte ich die Lesung von heute beenden. Wir haben eine ganze Menge gesehen, wir haben Kardinal Beer gesehen, wir haben Rexismus nochmal gesehen, den de Grelle aus Belgien. Wir haben eine ganze Menge über Frankreich gelesen. Und das nächste, die Gestapo und die Gesellschaft Jesu, dieser nächste Teil, da möchte ich eine eigene Lesung mit anfangen. Weil da brauche ich, schätze ich, doch sicher eine Stunde für, wenn ich da überhaupt ganz durchkomme einmal. Werde mir nachher mal anschauen, wie lang das ist. Aber ich denke, dass ich die Lesung der verborgenen Geschichten der Jesuiten von Edmond B. heute hier beenden möchte. Auch haben wir noch nicht ganz eine Stunde erreicht. Es gibt eine ganze Menge, wo wir drüber nachdenken müssen. Und es war, denke ich, ganz interessant, mal zu sehen, wie Frankreich im Grunde schon beinahe ein Jahr vorher wusste, dass es kapitulieren würde, weil es eine eigene faschistische Regierung aufrichten würde in der besetzten Zone damals. Also, eine ganze Menge interessante Dinge gesehen und von daher möchte ich das hier jetzt beenden und bringe damit die Lesung dieses Abschnittes der verborgenen Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris hier zum Ende. Ich danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich das Buch nicht vorher habe vorbereiten können, ging mir die Lesung eigentlich ganz gut ab. Und wir werden uns nächstes Mal wiedersehen. Bis dahin möge Gott euch behüten und beschützen und segnen auf all euren Wegen. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government.
that cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose, is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of the Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout all these 500 years, they've been in preparation and through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope, he said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, that was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that, President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.